Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein Video, bei dem ich glaube, dass wir zwar nicht ganz so viele Aufrufe haben werden, weil es ein Thema ist, vielleicht was auf dem Fitnesskanal nicht ganz so viel mit Fitness zu tun hat, hat es aber trotzdem. Denkt dran, der Kanal ist aber nicht nur Fitness, Wissen und Lifestyle, besonders Lifestyle. Ich möchte euch auch was fürs ganze Leben mitgeben und ich glaube, mit diesem Video ist es, glaube ich, eins der Videos, was vielen, die es wirklich verstanden haben, die sich davon was annehmen, wird es mehr bringen als jedes andere Video. Es ist auch ein sehr, sehr persönliches Video. Und zwar geht es sozusagen um das Thema, ja, die 10 Gründe oder die 10 der Gründe, warum ich glaube, das ist immer sehr subjektiv, aber warum ich glaube, dass ich so ein glücklicher Mensch bin, dass ich so glücklich bin, dass ich so gut gelaunt bin. Bevor ich starte, ganz, ganz kurz, viele fragen nach einer Aktion mal wieder, nach einer kleinen lustigen Aktion, irgendwie ein Rabatt oder irgendwie sowas. Ich habe heute einen Hoodie an, es wird kalt, deswegen, wie gesagt, ganz, ganz kurz an der Stelle. Ich habe mir einfach überlegt, auf alle Hoodies, auf alle Pullis, weil es jetzt kälter wird, 60% zu geben. Nur diese Woche. 60% nur die Woche, wie gesagt, auf alle warmen Oberteile. Ich finde, das ist so das dickste, coolste, geschnittene Hoodie-Ding, was ich so kenne. Deswegen geht da auf den Shop, wenn ihr Lust drauf habt und unterstützt so den Kanal und freut euch an solchen Aktionen. Wie gesagt, zum Thema, wieder zurück zum Thema. Mich fragen tatsächlich sehr, sehr viele, Simon, warum bist du immer so gut gelaunt? Warum grinst du immer so? Warum gehst du immer so gut gelaunt durchs Leben? Viele denken tatsächlich, es sei gestellt. Viele denken tatsächlich, das sei irgendwie eine Rolle oder irgendwas. Nein, meine gute Laune ist keine Rolle. Absolut nicht. Und ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt einfach mal 10 Gründe aufgeschrieben, die meiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, warum ich so glücklich bin. Ich würde mich tatsächlich als einen unglaublich glücklichen Menschen bezeichnen. Und auch wenn es zum Teil, einige Punkte werden sehr subjektiv sein. Die müssen vielleicht nicht alle auf euch zutreffen oder werden vielleicht nicht unbedingt gleich, vielleicht in ein paar Jahren, wo ihr sagt, oh, das nehme ich mir an. Aber ich glaube, die meisten Punkte werden euch auch zu einem glücklicheren Menschen machen. Und deswegen starten wir direkt mal auf Platz 10. Ich habe mir tatsächlich was notiert. Auf Platz 10, der 10. Grund. Die sind tatsächlich so ein bisschen chronologisch nach oben, obwohl der auch schon sehr, sehr wichtig ist. Aber die ersten Top 3 sind so wirklich die Top-wichtigsten überhaupt. An 10. Stelle macht Sport. Macht Sport und damit meine ich viel, viel mehr. Ich werde jetzt die Punkte nicht unglaublich auslegen, aber ich werde sie kurz euch wirklich versuchen zu beschreiben. Macht Sport und achtet bitte auf euren Körper. Macht Sport. Ich glaube, Sport ist wirklich etwas, egal wie K.O. ich bin, egal wie platt ich bin, auch wenn ich manchmal ein bisschen gereizt oder unzufrieden bin. Das heißt nicht immer, dass ich grinsend durch die Gegend rumlaufe, aber wenn irgendwie mal so ein bisschen der Wurm drin ist, wie auch bei mir, ich wirklich eine Stunde intensiver Sport und mir geht's gut, mir geht's besser. Ich fühle mich danach besser insgesamt. Einfach ein gutes Gefühl mit seinem Körper zu haben. Insgesamt auch mal, ich sage jetzt oft insgesamt, einfach mal zu schauen und einfach mal zu erkennen, wie wertvoll dieser Körper ist, dass man ihm Gutes tun muss, dass man auch mal sich eine Massage gönnen sollte, dass man sich auch mal Urlaub gönnen sollte, dass man sich gute Ernährung gönnen sollte. Der Körper als Ganzes, und da meine ich, macht Sport so als Hauptpunkt, aber insgesamt einfach seinen Körper zu schätzen wissen, weil es einfach das Tollste ist, was sie jemals für euch sozusagen besitzen könnt oder besitzen werdet. Und deswegen achtet auf euren Körper und macht Sport. Auf dem 9. Platz. Lebt lange bescheiden, versucht lange wirklich mit wenig zurechtzukommen und lernt Belohnungsaufschub. Ihr kennt wahrscheinlich, ich habe zum Belohnungsaufschub schon wirklich 2 Videos gemacht. Belohnungsaufschub ist eine Fähigkeit, die man auch sich antrainieren kann, anerlernen kann. Ihr wisst wahrscheinlich dieses Beispiel mit den verzichte jetzt auf diesen Marshmallow und du bekommst, wenn ich wiederkomme, 2 Marshmallows. Und so ist es tatsächlich im Leben. Lernt wirklich mal lange wirklich mit wenig klarzukommen. Übt euch in Geduld und übt euch tatsächlich in Bescheidenheit. Wenn ihr zum Beispiel arbeitet und verdient plötzlich mehr, denkt nicht gleich, oh, jetzt verdiene ich mehr, jetzt gebe ich auch gleich wieder mehr aus. Versucht wirklich mal euren Lebensstandard lange niedrig zu halten und versucht wirklich bescheiden zu sein. Ich weiß ganz genau, an der Stelle werden jetzt ganz viele sagen, Simon, jetzt spinnst du, du bist doch das absolute Gegenteil. Du lebst doch hier dein Proll-Lifestyle und Autos und so weiter. Vielleicht tatsächlich was dran, aber denkt dran, ich werde jetzt 37 in ein paar Tagen
Und ich habe mir mit 35 das erste Mal ein wirklich dickes Auto gekauft. Ich habe eine lange, lange Zeit, bis ich ungefähr 28, 29 war, habe ich in einem 14, 15 Quadratmeter Studentenwohnheim gelebt. Ich war nie essen, ich habe meinen Kaffee bei der Mensa noch nicht mal geholt, ich habe meinen Kaffee selber gemacht und. Obwohl ich langsam mehr und mehr und mehr Geld hatte. Damit will ich einfach sagen, versucht euch zu freuen darauf, aber versucht wirklich lange bescheiden zu leben. Ich glaube, später werdet ihr verstehen, wenn ihr dann das mehr habt, ihr werdet, glaube ich, verstehen, worum es mir geht. Wirklich Bescheidenheit und wirklich mal nicht gleich, jetzt kommt mehr, also haue ich alles raus und so weiter. Ich glaube, es ist in jungen Jahren nicht gut und es tut einem nicht gut im Charakter und auch zum Beispiel so dieses, oh, jetzt habe ich eine Ausbildung, direkt ein Auto und nein, versucht vielleicht auch mal längerfristig in euch zu investieren, in eure Ausbildung zu investieren und glaubt mir, danach habt ihr wesentlich mehr. Bescheidenheit, wie gesagt, hat auch mit eurem Geist zu tun, mit eurer Bildung und so weiter. Versucht da ruhig erstmal ein bisschen zu investieren und ihr müsst nicht gleich irgendwelche, weiß nicht, T-Shirts für 300 Euro kaufen oder irgendwie sowas, was viele, viele Jugendliche leider machen. Auf Rang 8 ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr, sehr geholfen hat, wo ich sie wirklich auch verstanden habe. Und zwar vermeidet Attributionsfehler. Was ist damit gemeint? Geht nicht durch die Welt und denkt und bezieht alles direkt auf Persönlichkeiten von anderen. Das heißt, wenn eine Kassiererin zum Beispiel gerade irgendwie schlecht gelaunt ist, denkt nicht, es ist ein schlechter Mensch. Denkt immer mal darüber nach, vielleicht hat sie gerade in dem Moment irgendwie einen Anruf von ihrem Partner gekriegt, der hat gerade Schluss gemacht oder irgendwas. Versucht mal also insgesamt einfach nicht negativ auf Menschen zuzugehen. Versucht nicht immer gleich zu denken, dass die euch was Böses wollen oder dass Menschen böse sind und so weiter. Begegnet Leuten einfach mal, ich sag mal, mit so einem offenen Geist und mit einer positiven Art und denkt immer darüber nach, ob es nicht vielleicht andere Gründe geben kann, warum gerade jemand vielleicht ein bisschen blöd zu euch ist oder warum insgesamt jemand unfreundlich ist. Das wird die Sicht, eure Sicht insgesamt auf Menschen sehr, sehr stark verändern und geht nicht mal gleich vom Negativen aus bei Menschen. Das hat mir wahnsinnig geholfen, wirklich. Also ich habe mich früher auch aufgeregt, wenn irgendwie jemand unfreundlich zu mir war. Ich glaube, da wirklich dachte gleich, boah, da guck mal, das ist voll der böse Mensch oder so. Aber dabei ist es oft ganz, ganz anders und vielleicht, wie gesagt, ihr wisst nie, was dem gerade passiert ist. Deswegen vermeidet Attributionsfehler. Wirklich ein Tipp, der vielleicht klein klingt, aber ziemlich groß ist und ist auf viele andere Sachen noch zu beziehen. Beim 7. Platz. Visualisiert eure Ziele. Ich wurde früher so ein bisschen fast schon ausgelacht, wo ich Ziele visualisiert habe und sie wirklich auch gesagt habe, dass ich das und das erreichen will, dass ich da ganz fest von ausgehe. Ich habe mir wirklich bildlich vorgestellt, wie es sein kann, das und das zu haben. Vielleicht auch zum Beispiel, als ich noch jung war, habe ich wirklich immer schon gesagt, ich werde dann und dann irgendwie so einen Sportwagen fahren, zum Beispiel, als Beispiel einfach. Müssen wir nicht drüber streiten, ob das für jeden irgendwie ein Ziel sein sollte, eigentlich nicht. Aber ich habe das damals immer visualisiert, ich habe mich da reingefühlt, ich habe das gefühlt, ich habe mir das genau vorgestellt. Und das solltet ihr tun, das wird euer Ziel oder das wird euch eurem Ziel unglaublich schnell nahe bringen oder viel, viel besser nahe bringen. Sobald ihr etwas visualisieren könnt, sobald ihr euch das bildlich vorstellen könnt, wird es wirklich real in eurem Kopf und ihr werdet automatisch, ganz, ganz automatisch, auch ein Thema, was ich vielleicht nochmal stärker beleuchten werde, ihr werdet automatisch mehr in diese Richtung gehen. Ganz, ganz, ganz automatisch. Ihr werdet wirklich eure Ziele so erreichen, auch wenn euch vielleicht Leute sagen, was bist du für einer, Großkotz oder schraub mal deine Ziele runter oder irgendwas. Sobald ihr es visualisieren könnt, sobald ihr euch das vorstellen könnt, ganz, ganz bildlich, dann ist es auch absolut nicht unmöglich und ihr werdet es eben wesentlich schneller erreichen. Deswegen Ziele, klar, setzen, aber Ziele vor allem eben visualisieren und sie euch wirklich absolut bildlich ausmalen. Das ist so einer der Tipps überhaupt, wenn es darum geht, wirklich Ziele zu erreichen. Im nächsten Platz ist auch so ein Thema, was ich sehr, sehr oft schon auch in Videos immer wieder angesprochen habe. Und zwar, trefft Entscheidungen und habt keine Angst vor Fehlern oder vorm Scheitern. Trefft Entscheidungen. Jede Entscheidung, auch wenn es eine falsche ist, ist besser als gar keine, weil ihr daraus einfach lernt. Wenn ihr Entscheidungen trefft, ihr dürft niemals Angst haben vor Entscheidungen, niemals Angst haben, eben Fehler zu machen, weil wie gesagt, ihr lernt ganz oft eben auch aus Fehlern, aus falschen Entscheidungen. Jede Entscheidung bringt euch eben einen Step weiter und ihr solltet unbedingt, das ist wirklich, entscheidet euch, traut euch schnell zu entscheiden. Ihr müsst irgendwann auch mal, denkt dran, euer Unterbewusstsein, was
viel mehr, als ihr bewusst überhaupt wahrnehmen könnt. Dieses ganze Thema des Bauchgefühls, da könnte ich euch stundenlang von erzählen, ist in der Psychologie sehr, sehr gut erforscht. Und es ist kein Bauchgefühl. Euer Körper, euer insgesamt, euer Gehirn nimmt viel, viel mehr wahr, als das, was euch bewusst überhaupt klar ist. Und es ist kein Bauchgefühl. Es ist oftmals tatsächlich die richtige Richtung, weil ihr ähnliche Verläufe, ähnliche Dinge schon mal gesehen habt, aber sie nicht bewusst abgreifen könnt. Deswegen vertraut manchmal auf dieses Bauchgefühl. Vertraut einfach mal auf eure Entscheidungskraft und trefft Entscheidungen und habt niemals Angst vor Fehlern oder vor irgendwelchem Scheitern. Weil auch das, wenn ihr darum mit richtig umgeht, wird euch eben erst zum Erfolg bringen. Nächster Punkt und so auch ein Grund, warum ich glaube, dass ich sehr, sehr, sehr glücklich bin und wirklich ein Riesenfaktor dabei. Macht, was ihr liebt. Ich mache immer, was ich liebe. Ich habe Jobs angefangen, von denen mir andere zum Beispiel auch gesagt haben, mach das, das ist richtig. Oder du bist ja Diplompsychologe, dann musst du auch irgendwo als Psychologe arbeiten. Und mir hat es, ich habe es gemocht, aber ich habe es nicht geliebt. Es war nicht das, worin ich aufgegangen bin. Es sind nicht die Sachen oftmals, die andere euch sagen. Wenn euch eure Eltern zum Beispiel mal sagen, und ich will jetzt nichts gegen Eltern sagen, aber wenn die euch sagen, nein, du musst den und den Weg einschlagen, du musst Beamter werden oder irgendwie sowas. Nichts gegen Beamte, um Himmels Willen. Wenn ihr euch das Spaß macht, dann ist es auch das Richtige. Aber wenn ihr das nicht liebt, was ihr macht, dann ist es einfach das Falsche. Verschwendet bitte eure Zeit nicht mit einem Job oder mit irgendwie was, was ihr nicht liebt. Viele werden jetzt sagen, ja, Simon, du hast leicht reden und so weiter. Nein, ich hatte damals auch nicht leicht reden. Ich habe mir einfach versucht, das zu machen, was ich liebe. Und irgendwann kann man damit dann auch Geld verdienen. Aber das Geld verdienen macht viel weniger Spaß, als das zu machen, wofür ihr brennt, was ihr liebt, was ihr sehr, sehr gerne macht. Wir haben hier auch den Kamel sitzen, gerade hinter der Kamera und so weiter. Er hat sich auch für etwas entschieden, was ihm einfach viel, viel mehr Freude macht, hinter der Kamera zu stehen. Und nein, aber er schneidet Videos, er fühlt sich einfach wohler. Und dafür hat er vielleicht auch einen anderen Job, der vielleicht, weiß nicht, wo andere vielleicht sagen würden, da war der Bessere, hat sich auch umentschieden. Und wie gesagt, ich würde euch tatsächlich vorschlagen, auch beim Studienplatzwahl oder bei der Ausbildung und so weiter, guckt nicht, was sicher ist oder wo ihr am meisten Geld mitverdient, sondern guckt in erster Linie wirklich darauf, was ihr liebt. Und selbst wenn ihr mal eine Fehlentscheidung gemacht habt, ihr könnt euch immer noch umentscheiden und dann das finden, was ihr liebt. Und das ist wirklich Gold wert, vertraut mir. An vierter Stelle auch so ein Grund, warum ich glaube, dass ich sehr, sehr, sehr glücklich bin und auch den ganzen Tag über ist, fasziniert euch für Dinge. Das hatte ich auch schon mal, wie gesagt, in einem einzelnen Video gemacht, das kann ich immer wieder nur betonen. Es gibt so viele Dinge, die unglaublich faszinierend werden, je tiefer ihr in sie eintaucht. Das heißt, geht nicht zu oberflächlich an Dinge ran. Wenn ihr euch irgendwo für den Sport interessiert, taucht mal mehr in den Sport ein. Wenn ihr euch irgendwie für Filme oder für Videos oder für irgendwas interessiert, taucht mal mehr darin ein. Versucht euch da mal für zu faszinieren. Also es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die so faszinierend sind, die einfach so schön sind, so unglaublich erfüllend. Und deswegen kann ich euch immer, immer, immer wieder nur raten, beschäftigt euch bis in die Tiefe mit Dingen, lernt Dinge kennen und fasziniert euch, entwickelt Feuer für eure Hobbys, für eure Dinge, die euch umgeben und glaubt mir, dann wird alles. Also dann weiß nicht, wenn Botaniker rausgeht, ich bin keiner, aber wenn Botaniker rausgeht und irgendwie da fasziniert ist von irgendwelchen Pflanzen oder irgendwas, ich kann das total mitempfinden, ich bin keiner, aber ich kann es total mitempfinden, dass der total glücklich und happy irgendwie durch den Wald geht und ihr geht da dran vorbei und denkt, boah, ist ja nix. Einfach die Ansichtssache, nicht jeder muss sich jetzt für Wälder oder irgendwas faszinieren. Damit will ich einfach nur sagen, man kann ganz anders mit Dingen umgehen und einfach nur ein bisschen Faszination aufbauen. Und ja, jetzt wiederhole ich mich wieder ein bisschen, aber fasziniert euch unbedingt für die Dinge, die euch umgehen. An dritter Stelle, und die Top 3 sind eigentlich so bei mir auf dem Platz 1, ich habe es auf die 3 gestellt, weil es vielleicht nicht jeder direkt unterschreiben wird. Das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich betone, es ist sehr subjektiv, aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele betrifft, auch wenn sie es noch nicht wissen. Und zwar, gründe eine Familie.
Ich weiß, dass ganz viele, besonders junge Zuseher, denken, nein, ich will keine Kinder und ich will nicht heiraten, ich will meine Freiheit. Ich kann euch nur aus meiner Erfahrung sagen, dass, und jetzt muss ich mich sehr zusammenreißen, damit ich irgendwie das Video nicht abbrechen muss, ich habe, seitdem ich verheiratet bin und einen Partner an meiner Seite habe, habe ich ein Glücksstadium erreicht, was ich vorher nicht kannte, ganz wichtig. Ich war auch immer der Freiheitsliebende und so weiter, bin ich irgendwo immer noch. Es schränkt einen auch nicht ein, wenn man es richtig macht. Aber wie gesagt, es ist einfach, wenn man doppelt durchs Leben geht, wenn man irgendwie seine Sorgen oder seine Ängste teilen kann, wenn man insgesamt sein Leben teilt, wird es irgendwie wesentlich schöner. Diese ganzen Kitsch, Sprüche und so weiter irgendwie. Glaubt mir, das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern die Leute schreiben das, weil sie das erlebt haben. Es ist tatsächlich so, dass man mit einer Partnerin, bei der man ganz genau weiß, dass man ihr zu 100% vertrauen kann, geht man einfach schöner durchs Leben. Punkt. Und erreicht ein Glücksstadium, was man vorher nicht kannte. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Seitdem ich eine Tochter habe, und glaubt mir, ihr werdet das fast von allen Eltern genauso hören, erreicht man ein Gefühl, ein Glücks-Liebesgefühl, was man wirklich, was alles andere absolut in den Schatten stellt. Ihr seid noch jung und ihr könnt gerne sagen, ich akzeptiere das, absolut. Ich glaube aber, weil ich einfach schon auch mit Menschen gesprochen habe, die das Gleiche dachten und dann irgendwann mit 45, 50 da stehen und einfach merken, dass ihnen was fehlt im Leben. Ich würde es nicht direkt sagen, ich will keine Kinder. Absolut, aber denkt vielleicht mal drüber nach, sprecht mal mit Leuten, mit Kindern und so weiter. Ein Kind, diese bedingungslose Liebe eines Kindes, die ihr verspürt, wenn ein Kind zu euch kommt, und die Liebe, die ihr dem Kind gebt, ist etwas so Unbeschreibliches. Das Leben bekommt einen ganz anderen Wert, einen ganz, ganz anderen. Ich kann das wirklich, ich versuche das jetzt unglaublich sachlich zu sagen, weil ich sonst wahrscheinlich hier zusammenbrechen würde, aber wenn meine Kleine morgens zu mir ins Bett kommt und letztens hat sie mich so umarmt und jetzt müssen wir tatsächlich kurz cutten. Scheiße. So, Freunde, jetzt müssen wir tatsächlich einen kurzen Schnitt machen. Ich versuche mich echt zusammenzureißen. Als meine Kleine letztens zu mir ins Bett kam und ins Bett gestiegen ist, auf mich drauf und hat mir gesagt, Papa, ich hab dich so lieb und mich so wirklich angekuschelt. Das war einer der schönsten, krassesten Momente, die ich jemals wirklich, ich könnte es euch nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass man darüber nachdenken sollte. Tut es nicht ab. Ihr sagt vielleicht, ich will kein Kind, ich mag keine Kinder oder irgendwas. Tut es nicht ab. Lasst euch die Möglichkeit noch offen und denkt vielleicht darüber nach. Sprecht vielleicht mal mit Kindern, beschäftigt euch mal mit Kindern. Und ich kann euch, wie gesagt, an diesem Punkt nur sehr, sehr subjektiv sagen, das ist wirklich Glück, meine Freunde. So, Freunde, auf Platz 2 wird es vielleicht etwas philosophischer, ist aber eigentlich ganz einfach. Und zwar erkenne den Sinn des Lebens. Das hört sich jetzt vielleicht super kitschig an und einige werden mich jetzt ein bisschen auslachen, wenn sie sagen, ja, Simon, du hast jetzt den Sinn des Lebens gefunden. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich ihn habe, weil ich glaube, der Sinn des Lebens ist einfach hauptsächlich eurem Sinn oder eurem Leben einen Sinn zu geben. Das ist das, worauf ich einfach hinaus will. Versucht nicht irgendwie zu suchen, versucht nicht irgendwie auf irgendwas zu warten oder irgendwie auf irgendwie die Erleuchtung zu kommen oder irgendwas. Gebt eurem Leben einfach einen Sinn. Schätzt solche Sachen, gebt, weiß nicht, wenn ihr eine Familie habt, gebt dem Ganzen Sinn, versucht dem Ganzen einen Sinn zu geben, versucht in dem, was ihr tut, nicht zu suchen, sondern sagt einfach, das ist der Sinn. Der Sinn ist, dass ich glücklich bin und dann seid glücklich. Versucht das Ganze mal etwas, ich sag mal, selbstständiger in die Hand zu nehmen, ein bisschen freier in die Hand zu nehmen, einfach zu sagen, das ist mein Sinn, das ist mein Sinn und gebt den Dingen, die ihr liebt, die ihr macht, einfach einen Sinn. Und damit wird praktisch alles so ein bisschen ja, sinnvoller und leichter und angenehmer und ihr werdet wesentlich glücklicher, weil ihr einfach nicht wartet und nicht so dieses, oh, was ist eigentlich der Sinn und so weiter, ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht und so weiter. Gebt dem Ganzen Sinn. Das, was euch wichtig ist, das, was ihr tut, das, was ihr verfolgt, das, was ihr liebt, das, was euch glücklich macht, dem solltet ihr einen Sinn geben und dann habt ihr den Sinn schon gefunden und dann seid ihr plötzlich total entspannt, glücklich und geht einfach straight nach vorne.
cashews, everything around me. Dollar, dollar bill, yeah. So, meine Freunde, und an erster Stelle, das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, der mich so am zufriedensten, am unabhängigsten, am glücklichsten irgendwo, wenn man sich so das Ganze anschaut, wenn man sich mein ganzes Leben anschaut, ist tatsächlich, nehmt euch nicht zu ernst. Das ist wirklich, ich kann euch das nur raten. Ich habe, besonders als ich nach Deutschland gekommen bin und wenn ich so den Vergleich habe, ich will niemals pauschalisieren, aber ich finde, dass in Deutschland, besonders in Deutschland, sich Menschen oftmals viel zu ernst nehmen. Wenn man mal, ich bin jemand, der, ich lache am liebsten über mich selbst. Ich nehme mich einfach nicht so ernst. Natürlich nehme ich mich ernst, aber wenn jemand über mich lacht oder wenn jemand irgendwie, ich bin nicht gleich böse, ich bin nicht gleich beleidigt, ich bin zufrieden mit mir, ich bin glücklich mit mir und ich kann es manchmal nicht verstehen, dass wenn man irgendwie, ich bin dann auch gerne mal der irgendwie mal einen Witz macht oder so und ich finde es schade, wenn man oftmals bei vielen Menschen aufpassen muss, was man sagt. Wenn man irgendwie sagt, heute nicht so cool angezogen, ne? Oder als Witz, wirklich. Also ich glaube, viele verstehen so diese leichte Ironie, verstehen viele nicht. Viele fühlen sich gleich unglaublich angegriffen oder sind gleich, oh nein. Oder auch, nein, das hast du jetzt nicht korrekt gesagt. Und wenn alles so unglaublich, wenn man sich so unfassbar ernst nimmt, dann kann man auch meiner Meinung nach auch kein Humor aufbauen. Und Humor ist, glaube ich, so das, was das Wichtigste ist, um überhaupt gut miteinander klarzukommen, um wirklich gut zu kommunizieren und so weiter. Ich glaube, ohne Humor wäre das Leben sehr, sehr langweilig und eben sehr, sehr unglücklich. Darauf will ich eigentlich hinaus. Man ist unglaublich viel glücklicher, wenn man eben ein bisschen entspannter mit sich ist, wenn man einfach sich nicht ganz so ernst nimmt, wenn man über sich selbst lachen kann, wenn man einfach ja, mit so einem Augenzwinkern durchs Leben geht. Und das verfolge ich eigentlich schon immer und habe damit eine Riesenfreude. Ich kann auch irgendwo alleine sitzen und habe totale Freude mit mir selbst und bin einfach super gelassen. Mir kann man alles an den Kopf werfen, ich werde mir das nie persönlich nehmen. Man kriegt eine ganz, ganz andere Beziehung zu sich selbst. Und das ist eigentlich immer noch das Wichtigste, wenn ihr mit euch selbst irgendwo im Reinen seid, wenn ihr irgendwo selbst ja, eben über euch selbst lachen könnt, wenn ihr euch nicht allzu ernst nehmt. Ihr seid immer noch die Hauptperson, um die es geht bei eurem Glück. Und deswegen solltet ihr auf euch achten und euch eben nicht ganz so ernst nehmen. Und dann glaubt mir, lernt das mal ein bisschen über euch selbst zu lachen. Und das ist wirklich, glaube ich, so der Punkt, der mich insgesamt am zufriedensten, am glücklichsten macht. Auf jeden Fall mit den Top 3 und Top 2, auf jeden Fall. So. Ich hoffe, dieses Video verstehen viele von euch. Ich hoffe, mit diesem Video fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, besonders bei diesem Kinderthema. Es ist sehr subjektiv, betone ich nochmal. Und ich hoffe auf konstruktive und schöne Kommentare unter diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht Punkte von euch auch mal aufschreiben würdet, die euch glücklich machen, vielleicht die ihr verändern wollen würdet. Vielleicht schaut ihr zu oft irgendwie auf negative Dinge, anstatt auf die positiven zu schauen und so weiter. Es gibt so, so viele Punkte, die ihr sehr gerne ergänzen könnt. Und dieses Video, ich würde mich sehr, sehr freuen, da schöne Kommentare zu lesen. War ein sehr persönliches Video mal wieder, wie ihr gemerkt habt. Und in diesem Sinne, meine Freunde, denkt an die kleine Hoodie-Aktion oder Hoodie- und Pulli-Aktion. Wie gesagt, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements, Bodypy Nutrition, die besten Klamotten, BIP Wear, bis dahin, euer Lieber. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.